So Leute, heute ist Sonntag. Wir haben gestern noch gemütlich Abend gegrillt, was getrunken und bis 1 Uhr am Lagerfeuer gesessen. Jetzt machen wir so ein bisschen so eine Sightseeing-Tour durch Delitzsch. Was ist hier für ein Gebimmel? Und der Fiat vor uns, der ist zu blöd für alles. Oh, schöne Stadt auch hier, ne? Ich mag sowas voll. Pizza! Barockschloss, aha. Oh, krass. Auch ein schönes Gebäude. Das ist unser Barockschloss. Das Ding war, wo wir 100 Jahre unter Preußen quasi existiert haben, war das Ding königlich preußisches Frauengefängnis. Was? Richtig geil. Hier gibt's also ein Knast. Da gibt es ein paar Stücke drin, die gibt es nur hier. Also tatsächlich noch, da ist eine Axt von den Landsknechten übrig geblieben, aus dem 14. Jahrhundert, die ist einzigartig in Deutschland. Krass. Also extrem geil gemacht. Da unten ist auch Standesamt drin, also wir haben hier geheiratet in dem Ding. Cool. Schöne kleine Stadt auf jeden Fall. Hier ist viel Historisches. Oh. Ja, wir haben auch eine der noch am vollständigsten erhaltenen Stadtmauern. Haben wir hier in Delitzsch komplett. Krass. Ah, hier ist noch Stadtmauer, ja. Abgewürgt, Gang nicht drin. So Leute, jetzt geht's Richtung Schöna zu den sächsischen Tourenfahrern, die man unschwer erkennen kann. Chris hat hinten auch schon Zelt, Gepäck, alles drauf. Wir haben jetzt aber auch nur 30 Kilometer oder so, das ist echt nicht weit von hier aus. Und ganz gemütlich jetzt. Schalte ich gleich wieder ein, kurz bevor wir ankommen. Bin mal gespannt, wie viel da los ist.
Und weil eigentlich ist da Pfingsten immer richtig viel los. So war das zumindest die ganzen Jahre vor Corona immer. Und wir haben ja super, super, super geiles Wetter. Also gehe ich mal davon aus, dass es voll sein wird. Und ja, wir haben Bock. Mal gucken, vielleicht sehe ich auch ein paar schöne Mopeds, wo ich mal ein bisschen die Kamera drauf halten kann. Wir werden sehen. So, müssen wir mal gucken, wir müssten gleich irgendwann sogar schon da sein. Also schöner ist auf jeden Fall nur noch 1,5 Kilometer. Und keine Ahnung, irgendwie habe ich nichts zum Festplatz gefunden, aber ich glaube, wenn ich es sehe, erkenne ich es. Nach 600 Metern links abbiegen auf am Steinbruch. Müsste gleich schon hier irgendwo sein, ey. Guck mal, da sind schon Zelte. Christian, müssen wir mal schauen, da hinten sind auch noch Zeltplatz. Da fehlt noch einiges. Aber der Motor, das ist schon, da kommt ja nichts ran, ne? Nee, der, der ist da einmal drin geparkt und fertig. Ja. Das ist doch was für mich. Aber ist das ein Romantikfahrwerk drin? Ja, ja, die hat Luftfahrwerk. Du kannst auch nicht fahren. Ja, deswegen. Was ist das? L? Ludwigsburg? Nee. L? Leipzig? Leipzig, ja. Ludwigsburg! Puh! Das wäre ein bisschen weit, wa?
Sportster XL. Scheiße! Das ist auch noch Licht an, ach du Scheiße! Also wenn ihr auf YouTube kommen willst, dann sag mal Hallo! Hallöchen, ja, Gemeinde da draußen! Ich auf YouTube kommen! Sag mal irgendwas Lustiges, jetzt sag mal was Lustiges! Das fällt mir so selten eigentlich da fällt dir was Lustiges! Ja, okay! Na gut! Das haben wir aufgeklärt! Mausi, alles Gute! Und jetzt leg dich hin, du kriegst ein Bier umsonst! Und sonst wird gekutzt! Mausi, alles Gute! Aber Posti, bist ein gutes Member! Könntest fast noch einmal so davon als ich! So, nochmal zurück zum Wesentlichen, da will nochmal! Und ab geht wie die wilde Fahrt. Ab nach Hause. Nach 150 Metern links abbiegen auf Salzstraße. Oh, das ist der Badiplatz. Ziemlich leer gefegt jetzt am frühen Morgen, aber klar. Links abbiegen. Ja, 30 Kilometer, ich habe 530. Aber sonst hat er immer den Weg. Jetzt bin ich diesmal dran. Leute, war das ein geiles Wochenende. Ehrlich. Jetzt müssen wir nur noch gut zu Hause ankommen. Dann hat die Harley die erste große Tour links abbiegen geschafft. Nee. Ich bieg da hier nicht links ab, doch. Ach, ich fahr da noch. Auf die paar Kilometer kommt's nicht an.